Shalom und herzlich willkommen, meine lieben Geschwister, zu einem kurzen Video. Tja, meine lieben Geschwister, für alle, die meinen Videochannel schon etwas länger verfolgen, die wissen auch, dass ich früher einmal ganz zu Anfang von diesem Videochannel Werbung geschaltet habe. Ich habe mir dann so gedacht, okay, das ist ganz nett, wenn man ja für diesen Dienst auch etwas verdient, seine ganze Zeit, seine ganze Kraft und alles reinsteckt, dann ist es doch auch irgendwie nett, wie gesagt, wenn man dann ein paar Mark verdient. Und abgesehen davon ist es ja auch nochmal für euch gut, weil ich dann einfach ein hochwertigeres Programm abliefern kann, ja, weil ich dann einfach qualitativ hochwertigere Technik mir anschaffen kann für diesen Videochannel und so weiter und so fort. Das war damals meine Erkenntnis, meine Meinung zu dem Thema Werbung. Aber mit der Zeit dann habe ich ein schlechtes Gewissen bekommen, aber dafür eine neue Erkenntnis gewonnen. Und diese war, umsonst habt ihr empfangen und umsonst sollt ihr weitergeben. So steht es geschrieben und dann habe ich auch gemerkt, wenn der Herr will, dass ich diese Videos hier hochwertiger gestalten soll, ja, ein qualitativ hochwertigeres Programm abliefern soll, dann wird der Herr dafür auch sorgen. Er wird die ganze Technik besorgen, er wird sie kaufen, er wird sie geben. Immer dann, wenn es darum gehen soll, seinen Namen groß zu machen. Und das hat er auch getan. Er hat diesen Channel gesegnet. Er hat wirklich alles gekauft, die ganze Technik, mit der ich heute arbeite. Das heißt Computer, Kamera und so weiter und so fort. Das hat alles er bezahlt. Das hat alles er gegeben, damit ich seinen Namen groß machen kann. Deshalb habe ich die Werbung weggeschaltet, denn ich möchte den Videochannel nicht mit weltlicher Werbung finanzieren. Dann wäre mein Glaube sehr klein, sehr schwach, was er ohnehin schon ist. Aber noch schwächer wäre es dann, wenn ich den Videochannel hier durch weltliche Werbung finanzieren wollen würde. Deswegen, meine lieben Geschwister, lasse ich keine Werbung vor meinen Videos laufen. Es geht hier nur um mich, nicht um andere Videochannel. Es geht hier nur um mich. Aber warum ich dieses Video eigentlich mache, ist, weil ich gesehen habe, dass jetzt doch vor manchen Videos Werbung läuft. Obwohl ich auf YouTube ausgeschaltet habe, also auf YouTube nennt sich das Monetarisierung. Ich habe diese Monetarisierung abgeschaltet, weil ich keine Werbung vor meinen Videos haben möchte. Jetzt habe ich aber gesehen, dass YouTube trotzdem Werbung vor meinen Videos schaltet. Jetzt nicht vor allen, aber vor bestimmten. Und zwar Videos, die innerhalb kürzester Zeit eine bestimmte Anzahl an Aufrufen bekommen. Dazu zählt zum Beispiel dieses Parasiten-Video da. Von diesen Corona-Tests, ja, dieses eine Video, was ich vor 2-3 Tagen hochgeladen habe, das hat irgendwie innerhalb von 24 Stunden 15.000 Aufrufe bekommen. Ich weiß gar nicht, wie viele es jetzt schon mittlerweile sind. Und dann hat YouTube da direkt Werbung vorgeschaltet, ja. Also, ich wollte einfach einmal das klären, damit Geschwister nicht betrübt werden, weil das ist mir schon wichtig, dass ich da keine Geschwister irgendwie enttäusche. Also, meine lieben Geschwister, wenn ihr irgendwo Werbung von meinen Videos seht, dann ist es nicht Werbung, die ich selbst geschaltet habe und ich bekomme auch dafür nichts. Ja, umsonst habt ihr empfangen, umsonst sollt ihr weitergeben und an dieser Stelle auch Dankeschön an alle Geschwister, die zwischendurch mal unterstützen. Ich sehe das natürlich und möchte auch einfach mal an dieser Stelle Danke sagen, meine lieben Geschwister. Und mache mir natürlich auch Gedanken über zukünftige Videoformate. Und einfach mal schauen, wie der Herr das alles führt. Man weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Aber der Herr weiß und der Herr wird machen. Meine lieben Geschwister, so viel zu diesem Thema. Ja, also seid nicht betrübt, meine lieben Geschwister, wenn ihr vor mancher meiner Videos Werbung seht, denn ich habe diese Werbung nicht geschaltet. Also tschüss, bis zum nächsten Mal. Gottes Segen. Shalom.